Also ich muss sagen, das klingt für mich wie Mut kann man nicht kaufen. Also ich muss jedem gratulieren, der es schafft, hier runter zu fahren und dann irgendwie 10 Meter hoch irgendwie eine Figur zu springen. Gratulation an jeden, also wirklich jeden, nicht nur an den Sieger. Du warst ja jetzt oben auch im VIP-Bereich. Ist es da nicht etwas langweilig im Gegensatz dazu, wenn man sieht, die Leute, die hier wahnsinnig abfeiern? Das ist wie immer eigentlich. Der VIP-Bereich ist, glaube ich, der Bereich, wo am wenigsten los ist. Dort, wo die Post richtig abgeht, das ist dort, wo die Fans sind. Und das merkt man auch irgendwie im Musikbereich, woher ich komme. Musik und die Kombination hier mit den Boarden, das passt perfekt zusammen. Und die Stimmung ist echt drüben bei den Fans. Man sagt ja immer Air und Style, das ist eine Veranstaltung von Snowboarder für Snowboarder. Aber nichtsdestotrotz, die coolen Acts müssen sein. Du hast es jetzt ja auch angesprochen. Gehört das unweigerlich zu so einem Event dazu? Ich glaube schon, dass die Musik ein ganz wesentlicher Bestandteil ist für so ein Event, merkt man auch. Und das hat ja eigentlich ganz am Anfang von Snowboarden mit Joano Epps angefangen und diese Snowboarder-Music, die sich jetzt letztendlich bis hierher fortgesetzt hat, die ist schon auch ein Teil von so einem Event. Trifft das auch ein bisschen deinen Musikgeschmack? Mein Musikgeschmack ist, glaube ich, ein bisschen älter, aber ich finde es trotzdem cool. Und man sieht hier die Stimmung, die Wellen, die hier sich durch das Stadion bewegen. Das ist einfach ein Wahnsinn. Und 12.000 Leute sprechen für sich. War das heute dein erstes Air on Style? Das war heute mein erstes Air on Style. Hast du damit gerechnet? Weil ich meine, ich bin heute auch zum ersten Mal hier in Innsbruck. Die Crowd ist ein Wahnsinn. Alle gehen irrsinnig mit, alle pushen die Rider. Hättest du das so vorgestellt, wie sie es jetzt darstellt? Ich habe mir das Ganze eigentlich ein bisschen im Fernsehen noch vorher angeschaut, weil es gab jede Menge Berichterstattung drüber. Und ich habe festgestellt, das ist einfach irre. Das ist eigentlich viel cooler wie ein Skirennen, weil da gibt es eines ganz genau, und das ist hier in der Nähe, in Tirol, das etwa vergleichbar ist mit so einem Event. Aber alle anderen, die müssen sich sehr warm anziehen, um das hier zu erleben, was hier gerade abgeht. Ich darf es ja verraten, der Günther hat vorher zu mir gesagt, das ist ja eigentlich fast so wie Eislaufen halt. Man kriegt Haltungsnoten von einem Punkterichter. Kann man das vergleichen? Ja, das Einzige ist, was für mich ein bisschen problematisch ist, ist, dass ich einfach nicht nachvollziehen kann. Die Jungs sind alle so gut und sie springen irgendwie 10 Meter hier, machen die geilsten Figuren und dann kommen die Punkte dabei raus. Also für mich ist jeder da ein Sieger, aber ist natürlich leichter im Zielstadion von der Streif zu stehen und zu sehen, dass hier einer eine Bestzeit hat. Aber wie gesagt, die Punktenoten würden für mich bei jedem fast 9 sein. Günther, ich sage danke fürs Vorbeischauen hier bei uns in der Puls 4 Live Lounge. Gerne und gratulation.